Dieses Jahr werden wir in Spanien auf einem Campingplatz überwintern. Das haben wir auch schon im vergangenen Jahr gemacht. Da haben wir gesehen, dass Langzeitcamper oft ihre Parzellen mit einem Bodenbelag ausgelegt haben. Das hat uns eigentlich nicht so gut gefallen. Wir haben es aber dieses Jahr auch gemacht. Wir zeigen euch das, auch warum wir das gemacht haben. Und während dieser Arbeit kam dann aber auch noch der Wind. Und was der bei uns auf der Parzelle angerichtet hat, das zeigen wir euch auch in unserem neuen Video. Hallo, wir sind Ralf Und das ist Rosa. Zusammen sind wir Tokwumi. Hallo, da sind Hallo. wir. In der Einleitung hatte ich ja schon erzählt, dass wir im vergangenen Winter auf unserer Parzelle keinen Bodenbelag hatten. Wir hatten da nur einen Außenteppich. Der war zwar für Rasen, da hatten wir damals sogar überlegt, ob wir den wegtun. Ja. Haben wir aber nicht, wir haben den behalten, falls man ja doch mal auf einem Platz steht, Was eine der gute Entscheidung war, ja. als Untergrundenrasen hat. Und wir haben da aber auch gesehen, dass viele Langzeitcamper grüne Planen auf der Parzelle haben, und zwar die ganze Parzelle ausgelegt haben. Das fanden wir damals überhaupt nicht schön. Nee, vor allen Dingen haben wir dann auch gesehen, dass die relativ akribisch verlegt werden und mit ganz vielen Nägelchen in die Erde geklopft werden. Und das fanden wir irgendwie zunächst mal befremdlich. Ja, und dann haben wir uns aber jetzt doch dafür entschieden. Wir hatten zwar schon unser Wohnmobil und den Anhänger auf der Parzelle stehen, Wie immer. ja, aber wir haben dann doch gemerkt, das hat so seine Vorteile. Ja, ihr könnt ja vielleicht im Hintergrund sehen, dass hier auf dem Platz an sich ist so ein Kies. Und das ist zwar nicht so ganz gut, das ist schon mal besser als Rasen oder einfach nur Erde. Aber Nachteil ist natürlich, wenn man ohne Schuhe mit nackten Füßen gehen will, ist das doch ein bisschen schwierig. Ja, es ist auch nicht so eine ganz saubere Und es ist Angelegenheit, halt ne? doch so ein bisschen staubig, dreckig und so. Also so, und dann haben wir uns das, wie gesagt, angeguckt, haben gegenüber bei den Nachbarn wieder gesehen, dass die dann auch ganz fein säuberlich ihre Plane da verlegt haben. Und dann haben wir gesagt, so komm, Das machen wir jetzt das auch. machen wir jetzt. Ja, also was wir noch gemacht hatten, das hatten wir aber vorher schon gemacht. Wir haben den Bodenbelag oder den Außenteppich, der eigentlich für Rasen gedacht ist, den haben wir diesmal unter unser Zelt gelegt, Genau. weil wir hatten auch im vergangenen Winter das Zelt auf diesem steinigen Boden liegen, und der hat da doch ein bisschen drunter gelitten, ist sogar ein bisschen kaputt gegangen. Und dann haben wir gedacht, wir haben diesen Außenteppich und dann legen wir den da drunter. Und ich muss sagen, das Das funktioniert funktioniert, ja. auch sehr gut. Ja, und wie ihr vielleicht da hinten schon so ein bisschen in der Ecke sehen könnt, haben wir diesen grünen Bodenbelag. Den haben wir dann schon ausgelegt. Den gibt es hier auf dem Campingplatz im Supermarkt, gibt es den verpackt. Aber hier vor Ort im Eisenwarenhandel, auf Spanisch nennen die sich Ferreteria, die sind im Übrigen super. Da muss man wirklich reingehen und nach den Dingen fragen, die werden rausgekramt. Da haben wir diesen Bodenbelag als Meterware gekauft. Ja. Und da kann man auch den Preis sagen, da war der Quadratmeter, der hat 1 € gekostet. Genau. Und dazu haben wir dann auch die Nägel gekauft. Ja. Ja, und dann ging's los, Ja. ne? Und das Ganze ist, wie gesagt, Meterware. Die Rose sagte das ja schon. Und das war jetzt hier in dem Fall so, dass das immer 4 Meter mal irgendwas ist. Das konntest du dann im Prinzip frei bestimmen, aber die 4 Meter sind halt fest, weil das ist halt auf dieser Rolle und die Meter kannst du dann relativ frei bestimmen. Und wir haben dann 2 mal 4 mal 8 Meter genommen. Ne? Ja, also jetzt nicht ganz so groß wie Nein, die nein. Parzelle, unser Schrumpelpu, der muss weiterhin auf Stangen stehen. Das ist straff. Und aber das zeigen wir euch auch noch in ein paar Bildern.
und haben dann einen weiteren Außenteppich, den wir haben und den wir, das ist hier dieser graue. Der hier, der graue, den haben wir dann nochmal da drauf gelegt. Das ist der Teppich, den wir auch so mitnehmen, wenn wir auf anderen Campingplätzen sind. Das Ganze hat natürlich einen Nachteil. Dieses Material ist nun mal Kunststoff. Ja. Sind ja aber viele Außenteppiche und wir haben dann nur gedacht, naja, dann wirklich so viel Kunststoff auf der Parzelle. Haben uns da ein bisschen schwer mitgetan. Aber wie gesagt, weil es halt sauber ist, haben wir uns dafür entschieden. Der Nachteil, wie gesagt, ist, dass das Kunststoff ist. Wir werden es aber so machen, da haben wir uns auch informiert. Wir werden, wenn wir packen, wird der sauber gemacht und dann können wir den hier. Das machen wir schön zusammen. Das sage ich jetzt hier öffentlich. Und können den hier vor Ort lagern. Ja, ja. Also insofern ist es dann doch so ein bisschen, na sagen wir mal, zumindest ein bisschen Lebenszeit verlängern, sodass das nicht nur für ein Jahr ist. Ja. Das ist ein großer Vorteil hier von dem Platz. Ja. Die Langzeitcampern oder auch den Campern, die hier überwintern und die schon wissen, dass sie das im kommenden Jahr wieder machen, stellen die hier tatsächlich Lagerplätze zur Verfügung, beziehungsweise Paletten. Wo man seine Sachen dann abgeben kann. Und wir haben aber auch gehört, hier gibt es auch Baumschulen, die das zur Verfügung stellen, ne? Dass man da Dinge unterstellen kann. Das finden wir ist eine ganz tolle Sache. Werden wir auch weiter drüber nachdenken, ob wir auch noch andere Dinge dann hier unterstellen werden, die wir so auf anderen Campingplätzen nicht mitnehmen. Mich kann man da nicht unterstellen. Ja. Ja, wie gesagt, dann haben wir uns dran gemacht und haben also diese Rollen auf unserem Elektroroller transportiert, todesmutig, und haben dann begonnen mit der Verlegung. Das hört sich einfacher an, als es tatsächlich in letzter Instanz war. Wir hatten das zwar genauestens beobachtet, wie die Nachbarn das machen, aber so einfach ist das dann doch nicht. Also wir haben dann wieder, seht ihr ja im Hintergrund, wieder von dieser Parzelle runtergefahren. Gegenüber ist noch eine Parzelle frei, haben wieder reingestellt. Und dann habe ich ja, locker wie ich eben bin, dann mal so 6-7 Nägel da reingekloppt. Und das passt schon. Und meine Frau meinte natürlich schon wieder, das geht so nicht. Ich meinte, das passt schon. Und dann bin ich mit Mila rückwärts draufgefahren. Das funktionierte zunächst mal gut, aber dann stand Mila leider nicht ganz gerade. Dann bin ich halt vor zurückgefahren und die Räder in der Lenkung, die rollen dann die ganze Folie schon wieder auf. Also Mila wieder runter. Und dann haben wir das dann etwas akribischer gemacht und so knapp jeden Meter, sage ich mal, vielleicht so einen Nagel reingekloppt. Und ihr seht ja jetzt im Hintergrund vielleicht so ein bisschen schon das Ergebnis. Das ist jetzt zufriedenstellend, ne? Ja, doch. Ich finde das gut. Aber wie ich auch schon in der Einleitung erzählt habe, es war nicht nur deshalb etwas problematisch, sondern dann kam auch der Wind. Ja, wir sind ja hier in direkter Nähe des Meeres und insofern, ja, hier ist Wind. Und der Wind kommt relativ schnell und kann auch relativ stark werden. Stark. Und wie das für uns üblich ist, ne, wir hatten natürlich diese Folie noch nicht ganz vom Roller runter, da kam der Wind. Ja. Und Der wurde dann aber auch wirklich stärker und wir haben auf dieser Parzelle hatten wir auch ein Sonnendach. Ja. Das zeigen wir euch auch und da war auch eine Plane drauf. Mhm. Das werden auch viele von euch kennen, auch diese grünen Kunststoffplanen, aber die sind etwas dünner als die für den Boden. Ja, als Sonnenschutz halt, ne? Mhm. Ja, und die sind dann an Stangen befestigt. Für den Sommer, denke ich, ist das sehr schön, ist schattenspendend und wir hatten hier bei einigen Campern gesehen, dass die aber abmontieren lassen. Ralf hatte aber überlegt, das lassen wir, weil das ist ja ein super Schutz für das Dach von Mila, damit Mila obenrum schön sauber bleibt. Und achte Ralf. Mich hat das gestört, weil durch die Häkis, wenn man da rausguckt, auch gerade wenn man so morgens wach wird und im Bett liegt, guckt man gegen so ein grünes Dingen. Und das wollte ich nicht. Aber gut, ich habe gedacht, das braucht noch ein bisschen Zeit, bis ich ihn so weit habe. Aber das hat dann der Wind erledigt. Und der kam dann schnell. Ja, der kam dann wirklich heftig und ging
in die Plane rein oder unter die Plane. Und das war dann so ein Effekt, die hob dann wirklich ab und riss die Stangen raus. Mhm. Und ja. Das, wie Rosa schon sagt, die Stange ist dann rausgerutscht und kam dann also runter. Also es war sowieso schon sehr wackelig aus. Da hielt aber die Plane noch. Das heißt, die Plane hat dann diese Stange wenigstens noch in der Schwebe gehalten. Das heißt, sie schwebte so, was weiß ich, 2 Meter über dem Boden. Und dann haben wir das natürlich dann versucht zu retten mit Hilfe von Nachbarn. Die kamen auch direkt angelaufen, weil das drohte dann halt auf Mida zu fallen. Mhm. Und dann haben wir das aber noch mit so einem anderen Gestänge, was wir hier gefunden haben, irgendwie abgestützt. Und dann ist Rosa auch direkt zur Rezeption gelaufen und ja, das war jetzt aber auch nicht so ganz flüssig. Das heißt, das dauerte ein bisschen. In der Zwischenzeit wurde der Wind meiner Meinung nach immer stärker. Und ich stand also unter diesen Dingen da. Und dann plötzlich ist dann die Plane oben auch noch abgerissen. Und dann ist also diese Stange tatsächlich komplett runtergekommen, ist dann auch auf die Windschutzscheibe von Mila drauf geknallt. Ich konnte sie dann aber Gott sei Dank noch abfangen, sodass sie eigentlich mehr oder minder auf mich drauf gefallen ist. Ich konnte es aber, wie gesagt, dann mit der Hand abfangen. Und dann hat es Mila so eine kleine Macke in der Windschutzscheibe bzw. im Rahmen gegeben. Mila wird im Moment irgendwie gequält, glaube ich. Ne? Da versuchen wir mal gerade, was sie aushält. Also wie gesagt, ein bisschen Glück im Unglück und dann kamen schon wieder Nachbarn und dann haben wir das dann irgendwie hier versucht, dann so halbwegs zu befestigen und da haben die Stangen dann auf die Straße gelegt und dann kam dann aber auch dieser Bautrupp und hat das Ganze dann abgebaut. Ja. Aber ja. Das war schon, das hört sich irgendwie erstmal harmlos an, aber das war irgendwie doch schon aufregend. Ne? Ja, aber das zeigt natürlich auch, welche Kraft der Wind hat. Und ich denke, das ist gerade für Neucamper auch wichtig. Ja. Ja. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Der Nein. kommt so schnell auf und man da sieht man wieder, wie wichtig es ist, wirklich alles zu sichern. Es geht alles fliegen. Also du kannst davon ausgehen, wenn du das nicht findest, der Wind findet es. Das heißt, der Wind grappelt wirklich alles los, was du nicht hundertprozentig festmachst. Egal was, das ist völlig wurscht. Dann dauert es nur vielleicht was länger, aber der kriegt das los. Das muss man mal ganz klar sagen. Also da muss man wirklich dran denken, wenn man in so einem Gebiet ist, wie wir jetzt eben unterwegs sind. Das gilt dann auch für Markisen und Sonstiges. Ne? Da müssen wir uns auch noch ranarbeiten. Ja, aber das weiß man ja, ne? Dass man Markisen sichern muss. Ja, und auch, wir müssen ja auch noch diese Abspann-Dinger und ein Zelt. Aber es sind ja auch viele, viele kleine Teile, die man so auf dem Tisch stehen hat. Ach, das ist alles. Dass eine Vase ist, Blumen. Also alles. Das muss alles gesichert werden und wenn man weggeht, muss man dran denken, der Wind kann trotzdem kommen. Ja. Auch finde ich ein guter Tipp, vielleicht auch gerade für Neucamper, wir haben uns auch eine App runtergeladen. Ja, ja, ja. Es gibt also in den Stores für die verschiedenen Betriebssysteme dann so verschiedene Apps. Und da haben wir uns jetzt so eine App runtergeladen, wo man genau sehen kann, wo kommt der Wind her, welche Stärke hat der, wie wird sich das weiterentwickeln und so. Ja. Und da hoffen wir, dass wir jetzt dann auch ein bisschen vorbereitet sind. Weil uns hat das doch jetzt 2 oder 3 Mal getroffen, muss ich ehrlich sagen. Es war auch letztes Jahr schon mal so, dass auch nachts dann mal so ein Windböen aufkam, sodass wirklich Mila, also das Wohnmobil, richtig gewackelt hat. Ich weiß nicht, also vielleicht sind wir doch nur empfindlich, aber ich fand das nicht so toll. Ja. Also da sind wir jetzt ein bisschen besser vorbereitet, hoffe ich. Ne? Ja. Und auch bei der Plane hier, bei dieser grünen Plane, ist das so, wenn du eine Ecke offen lässt, der Wind fummelt das so lange hoch, bis das Ding irgendwie quer liegt. Also das ist unglaublich. Ja. Aber ihr seht im Hintergrund perfekte Verlegungstechnik, meinerseits. Ja, ihr Lieben, das ist das, was wir euch aus den vergangenen Tagen erzählen wollten. Und wir kommen bald wieder. Ne? Genau, uns geht's gut. Wetter ist schön. Und wir leben jetzt auf unseren grünen Plan. Bis dahin. Tschüss.